Liebe VfL-Fans, bevor es hier auf dem grünen Rasen am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg rund geht, haben wir am Freitagmorgen mit Cheftrainer Tobias Schweinsteiger und unserem Stürmer Erik Engelhardt gesprochen. Tobi, am Montag stand das Pokalspiel an. Wie habt ihr die Niederlage verarbeitet? Was konntet ihr Positives mitnehmen? Was müsst ihr aber vielleicht noch besser machen? Grundsätzlich hat das ein bisschen länger gedauert, die Niederlage wegzustecken, weil es einfach ein K.O.-Spiel war, weil wir das nicht wieder gut machen können, im Gegensatz vielleicht zu einer Niederlage in der Liga. Ja, aber wir haben Details klar besprochen, die wir besser machen müssen und ein paar Sachen aber auch mitgenommen, die wir gut gemacht haben. Auch ein Gefühl, dass wir von der Intensität wieder einen Schritt vorwärts gekommen sind, da aus dem Spiel auch wieder Kraft zehren können und dann weiter unseren Weg gehen wollen. Die zweite Halbzeit fand ich sehr, sehr gut. Habt ihr den Bundesligisten dominiert, auch das Tor geschossen. Gibt das deiner Mannschaft schon auch das Gefühl, ja, gegen einen richtig guten Gegner so mithalten zu können? Ja, ich glaube, die Phasen gegen Karlsruhe und Paderborn waren deutlich kürzer, in denen wir am Drücker waren. Das haben wir jetzt gegen Köln mal länger hingekriegt, aber noch nicht in der absoluten Dominanz, was auch so das letzte Drittel angeht. Und da werden wir weiterarbeiten. Da haben wir die Woche jetzt gestern schon sehr, sehr viel gearbeitet, werden da heute noch mal ein bisschen dran arbeiten und dann hoffentlich am Sonntag den nächsten Step gehen können und dann auch 3 Punkte einfahren. Erik, du hast eine Nürnberger Vergangenheit. Magst du ein bisschen berichten, wie lange du beim FCN warst und vielleicht auch wie die Zeit war? Genau, stimmt. Ich war 8 Jahre in Nürnberg. Meine ganze Jugend, ich war ab der U14 war ich dort bis zur U21, da war ich 2 Jahre lang. Und ja, ist jetzt auch schon wieder, sind auch schon wieder 5 Jahre her, richtig, richtig krass. Jetzt das erste Spiel gegen Nürnberg jemals, was ich hatte. Auch das erste Spiel gegen den Ex-Verein und das wird, glaube ich, ganz cool. Den besseren Start erwischten die Gastgeber. Der 17-jährige Erik Engelhardt erzielte hier die Führung für den Club. Du hast es schon angesprochen, Sonntag geht es gegen den 1. FC Nürnberg. Magst du einmal über deine Nürnberger Vergangenheit sprechen, vielleicht für die Fans, die das gar nicht wissen? Ja, ich kam hin, ich weiß gar nicht mehr, vor 3 Jahren, kurz nachdem der Club in der Relegation drin geblieben ist, als Co-Trainer von Robert Klaus. Wir hatten am Anfang, glaube ich, nicht so eine leichte Situation vorgefunden, haben die Mannschaft aber im ersten Jahr stabilisiert, haben im zweiten Jahr einen deutlichen Step nach vorne gemacht. Und Anfang des 3. Jahres hat der VfL angefragt und dann seitdem bin ich in Osnabrück. Gibt also durchaus wahrscheinlich noch Kontakte nach Nürnberg, oder? Ja, doch. Schon ein paar Staff-Mitglieder, zu denen ich viel Kontakt habe. Jetzt auch nicht so, dass wir jeden Tag telefonieren, aber regelmäßig uns austauschen. Und gibt noch ein bisschen Kontakt, aber jetzt auch nicht zu viel. Schon was Besonderes, oder? Ja, klar. Ich habe meine ganze Jugend da verbracht. Ich hatte echt eine gute Zeit. Da habe viele Freunde gefunden da. Deswegen will ich die Zeit nicht missen, aber jetzt sind wir hier beim VfL und jetzt wollen wir da Vollgas geben. Gibt es auch ehemalige Kollegen, die möglicherweise in Nürnberg noch sind oder sind die so wie du auch an anderen Stationen? Ein paar sind an anderen Stationen, mit ein paar habe ich auch zusammengespielt, die noch da spielen, wie Lukas Schleimer, jetzt auch Fabi Nürnberger, der aber leider gegangen ist, ja, zu Darmstadt. Aber ja, sonst sind eigentlich alle gegangen, also es ist ja so, halt wie es im Fußball ist, ne? Sagen, das ist der Lauf der Dinge. Ja, klar. Nürnberg hat einen neuen Cheftrainer mit Christian Fiel. Auf was für eine Mannschaft trefft ihr am Sonntag? Ja, auch auf eine Mannschaft, die sich bestimmt auch mehr ausgerechnet hat. Die ersten beiden Spiele. Ein Kader, der mit sehr viel Qualität von außen nochmal verstärkt wurde. Ja, die jetzt auch wieder ein bisschen Verletzungspech hatten, wo junge Spieler jetzt in die Bresche gesprungen sind. Auch sehr positiv, ja, mit dem Jungen. Ja, das ist Can Uzun, den schon als 14-Jährigen in der U17 gesehen, war schon abzusehen, dass der sehr, sehr viel Potenzial hat. Aber auch andere Spieler als Ali Loon auf der 6 vielleicht ein Thema. Nene Brown, Linksverteidiger, das sind Jungs, die alle schon bei uns im Fördertraining immer dabei waren und jetzt den Sprung in die Zweitligamannschaft geschafft haben. So ist ein guter Mix. Fiello kennt die Jungs auch aus der U21 schon und auch aus erfahrenen Spielern. Und ja, aber sie suchen auch noch so ein bisschen nach ihrer absoluten Form, nach auch einer Grundformation oder zumindest vom Spielerpotenzial her, oder von den Spielernamen her, die passt. Und das ist vielleicht auch eine Chance für uns. Und trotzdem müssen wir gewarnt sein, weil sie in Rostock das Spiel hätten gewinnen müssen aufgrund der Torchancen, weil sie gegen Hannover zurückgekommen sind, weil sie jetzt auch gegenüber Neuland ein bisschen Selbstvertrauen wahrscheinlich mitgenommen haben, obwohl es nur ein Fünftligist war. Aber ja, Siege sind immer schön und wenn du viele Tore schießt. Deswegen, wir sind eine Mannschaft, die versucht Fußball zu spielen, die aber sehr viel auch in Tempowechsel kommt, sehr, sehr viele Tiefenläufe anbietet und aber auch ihre Schwachstellen hat und die versuchen wir dann
herausgefunden. Haben wir sie hoffentlich schon. Und jetzt den Mannschaften nochmal zu zeigen und dann auch sie zu knacken. Auf was für eine Mannschaft trefft ihr am Sonntag? Ja, schwer zu sagen. Die haben immer ein bisschen so ein Umbruch gefühlt jedes Jahr in den letzten paar Jahren. Dadurch, dass auch nicht so die Ruhe im Verein war. Aber jetzt, glaube ich, durch den neuen Trainer haben sie sich schon stabilisiert. Viele junge Spieler bekommen die Chance. Siehst du jetzt auch bei Usun, der da in den letzten zwei Spielen gut gescored hat. Von daher, glaube ich, erwartet uns eine junge Truppe, die auch unbekümmert spielen kann. Aber ja, wir wissen auch, wie wir gegen die ankommen müssen. Durch unsere Geschlossenheit, durch unseren Zusammenhalt, durch unsere Mentalität. Und dann wollen wir denen das Leben so schwer wie möglich machen. Wie sieht es mit dem Personal aus? Ich glaube, Baschi, der ja beim letzten Ligaspiel zumindest gesperrt war, kehrt ja auf jeden Fall zurück in den Kader. Ja, ist bei uns toi 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 weiterhin so, dass wir außer Timo keinen Verletzten haben. Und das freut mich, weil die Jungs ihre Intensität weiter steigern können, weil die Jungs merken, sie sind fit, weil sie nie pausieren müssen, sondern den Rhythmus weitergehen können. Das bringt uns vorwärts, macht es für mich aber nicht immer leicht, die ersten 11 zu finden, die 20 für den Kader. Aber die Jungs machen das als Gruppe sehr gut, gehen dann mit verschiedenen Positionen, wenn sie mal auf der Bank sind oder wenn sie von Anfang an spielen, sehr, sehr geschlossen und verantwortungsvoll um. Deswegen bin ich da guter Dinge, wieder eine gute erste 11 und einen guten Kader rauszufinden. Was ja schon auffällig ist, in der letzten Saison hattest du ja schon sehr deine Startelf, was ja sicherlich auch Gründe hatte. In dieser Saison hast du schon mehr getauscht, wechselst auch früher. Ist das einfach auch dem geschuldet, dass du einen sehr, sehr lebendigen Konkurrenzkampf in deiner Mannschaft vorfindest? Mehrere Aspekte. Auf alle Fälle das, dass wir deutlich breiter in der Qualität aufgestellt sind. Auf der anderen Seite auch, wir spielen eine Liga höher, ist mehr Intensität. Wir sind noch am Saisonanfang. Ich glaube, letztes Jahr am Anfang habe ich auch noch ein paar Mal durchgetauscht. Ja, wir müssen immer wieder schauen, welche Spieler haben gerade Steps gemacht, welche Spieler sind vielleicht gerade gut drauf, wer passt zum Gegner. Das können wir schauen und das möchten wir auch sehen. Und deswegen wechseln wir ein bisschen öfters. Ja, und dass wir früher wechseln, ist eigentlich auch dem geschuldet, dass es sehr, sehr früh in der Saison ist, dass wir noch nicht an unserem Leistungsmaximum sind. Das habe ich ja schon öfters genug gesagt, dass wir dann noch in der Periodisierung noch 2, 3, 4 Wochen haben, ja, wo wir drauflegen können und müssen natürlich immer frische Beine haben und wir verlieren weniger Qualität als vielleicht im letzten Jahr, wenn wir wechseln müssen und haben dann frische Spieler und dann haben die Wechsel bisher auch eigentlich ganz gut immer ausgesehen. Wie ist die Stimmung bei dir? Du standest in der Liga zweimal in der Startelf, hast gleich dein erstes Tor geschossen, dein erstes Zweitligator im ersten Zweitligaspiel. Hätte jetzt schlechter laufen können, oder? Ja, hätte schlechter laufen können, aber lieber hätte ich gewonnen und hätte gar kein Tor gemacht. Aber ja, das waren jetzt erst zwei Spiele. Wie gesagt, manche Jungs hatten am ersten Spieltag ihr erstes Zweitligaspiel. Da muss man auch erstmal sich da reinfinden. Und ja, wir gehen von Spiel zu Spiel immer besser rein, finde ich. Und jetzt wollen wir unseren ersten Dreier holen und jetzt zu Hause an der Böhmer Brücke. Merkst du, dass die Qualität einfach auch in den Abwehrreihen noch mal höher ist, dass du ja dich schon oder dir immer wieder neue Sachen auch überlegen musst, dass du ja die Zweikämpfe auch gewinnst? Ja, klar merkst du die Qualität in der zweiten Liga, deswegen ist halt ja auch die zweite Liga. Aber wenn man seine eigenen Stärken reinbringt und die vielleicht noch ein bisschen verfeinert, dann hat man auch eine Chance gegen die. Deswegen sollte man sich da auch nicht verstecken und sollte man auch ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Das könnt ihr haben nach, glaube ich, 3 bisher sehr erfolgreichen Spielen. Erik, danke dir. Gerne.